Hallo, Heili hier und verdammt nochmal, hab ich es vermisst, diese drei Worte zu sagen. Oh, Leute, das tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet und wir sind wieder bei Factorio. Ich erkläre euch das später. Nee, ich hab's euch wahrscheinlich schon erklärt, weil das zugehörige Infovideo nehme ich zwar hiernach erst auf, werde ich aber wahrscheinlich vorher online stellen. Ganz verwirrend. Für mich jetzt, aber ihr merkt das gar nicht. So, fangen wir gleich mal an. Jetzt ist natürlich Erinnerungsvermögen gefragt. Ewig und 3 Jahre ist es her. So, hier wurde man angegriffen. Ich glaube, ich wollte irgendwo hin und irgendwen töten, ne? Ich bin gerade noch mal. Okay, oh, die muss ich töten und die muss ich töten und das hier oben muss ich. Scheiße. Okay, ich muss relativ viel töten und habe da gar keine Möglichkeit für. Das ist schön. Genauso habe ich mir das gewünscht. Okay, was sagt denn meine Munition 1? Das sind die neuen, ne? Das sind die alten. Da, Scheiße. Lauf schneller! Die Basis da oben ist nicht verteidigt. Ich hab einen Baum. Ah, noch ein Baum. Scheiße. Mach kaputt. Lauf nach oben. Okay, sie scheint doch gut genug verteidigt zu sein. Ich dachte, da wäre gar nichts. Das ist Erinnerungsvermögen, ne? Wenn man nicht mehr weiß, dass da oben eine Verteidigung steht. So, Motor. Toren, die sind schön. Öl ist auch nichts Schlimmes. Warum? Achso, weil wir so wenig Öl haben, arbeitet nur die eine Hälfte. Ja, wir haben kaum Öl. Das ist schlecht. Grundfrage ist ja, zerstören die dämlichen Viecher da unsere Pipeline, wenn die da immer von links angreifen oder nicht? Nee, es sieht nicht so aus. Man könnte ja mal gucken gehen. Ne, die. Es kommt nur einfach kaum was rum. Na. Okay. Neue Batterien. Auch schön. Flammenwerfer. Landminen. Ich hätte gerne ein Auto, denn die Motoren und so haben wir jetzt ja, glaube ich, dafür. Dann können wir mal Auto fahren. Damit ich mal wieder was Neues zeigen kann und nicht nur, wie ich hier immer alles umbaue. Aber wenn wir schon beim Umbauen sind, können wir ja mal. Liegst du zufällig auf der falschen Seite? Ihr liegt alle nach außen. Das jetzt nehme, kommt doch von der Seite auch wieder was. Warum hakst du dich hier ein? Ich glaube, ich weiß warum. In dem Zusammenhang, ja gut, ist in Ordnung. Machen wir es mal. Machen wir es mal so. Dann legen sie es alle auf die Seite. Ist auch nicht falsch. Und dann passt das hier mit dem Umlegen dann auch. So. Okay, dann haben wir das. Glaube ich auch so, wie es sein soll, ja. Eisen läuft. Kupfer. Ach, das ist das Eisen nur hierfür. Für die Zahnräder. Okay. Okay, ist in Ordnung. Davon haben wir ein bisschen. Und das Eisen hier läuft auch Kupfer. Genau, Kupfer war das Problem. Mensch, Leute, sagt mir das doch. Kupfer ist ein Problem, weil zu wenig Kupfer ankommt. Nö. Weil wir zu wenig Schmelzen für Kupfer haben. Wohl eher. Aber ich lenke mich jetzt schon wieder ab. Ich wollte ein Auto bauen. Ich muss. Da habe ich es jetzt weggeklickt, das Auto ist fertig. Vielleicht sollten wir auch die Türme nochmal verstärken mit den Flaschen. Das läuft ja eigentlich ohne Probleme. Wir brauchen nämlich auch die ganzen Alien-Artefakt-Dinger noch, damit wir auch nachher wieder weiter forschen können.
Plaste sieht gut, Stahl sieht, naja, ist so in Ordnung aus mit allen anderen Rohstoffen. Plaste zum Beispiel, wo ist das? Fährt hier lang, staut sich. Die roten Chips stauen sich, die grünen werden wie irre eingesammelt, wie es aussieht. Aber wie viele haben wir? Okay, wie irre sieht auch anders aus, aber okay. Aber es scheint zu funktionieren. Was haben, was ist das hier jetzt alles? Genau, das sind die Prozessoreinheiten. Wofür brauchen wir die denn nachher nochmal? Für bestimmt unglaublich viel. Hopp. Boah, wie viel brauchst du denn? 20? Jo. Deswegen haben wir so wenig Grün. Ja, ich weiß, ich halte mich jetzt wahrscheinlich diese ganze Folge erstmal damit auf, wieder hier durchzusteigen, was hier eigentlich los ist. Und uns fehlt Grün, weil uns Kupfer fehlt. Denn eigentlich arbeiten nur zweieinhalb. Oh, Scheiße. Zweieinhalb Fabriken überhaupt für die grüne Chipsproduktion statt angedachten vier. Das schon große Viecher. Na, eine, weil ich Kupferplatten brauche. Ach, befeuerter Erzförderer, nein. Haben wir auch normale? Noch irgendwo auf Halde? Nö, ne? 1, 2, 3. 4. Und 2. So, Kupfer. Du kannst mich mal. Du wirst jetzt mehr. Würdest du auch dort landen, wo ich dich gerne hätte? Drehen, drehen, drehen. Da geht natürlich nicht so. Oh Mann, da. Da und da. Na? Ach, ein Baum ist im Weg. Na. So. Jetzt bin ich im Weg. Haben wir. Jetzt bin ich gerade überlegen, brauchen wir hier vielleicht doch die schnellen? Dann kommt das schneller an. Oh ja, mehr Feuerrate. Schießt schneller, tötet schneller. Man weiß nie, alles am Blinken, aber nichts passiert. So. Haben wir die schnellen Fließbänder, hatten wir doch auch irgendwo. Die werden doch auch hergestellt. Die nehmen wir mal. Mache ich Kupfer auf schnell? Ja, mache ich. So. Und dann ich weiß gar nicht, ob man dann vielleicht so nachher das fertige Kupfer auch mal auf schnell packt. Bringt das was? Nee. Okay, erstmal staut sich alles. So wie geplant. Jetzt ein Lichtbogen nach da, ein Lichtbogen nach hier. Rot, irgendwas wird wieder beschädigt. Schnelle Arme, da. So und dasselbe hier auch noch. Na, hier mache ich jetzt. So viel Unterirdische kann ich gar nicht bauen, wie ich bräuchte. Eins, zwei. Zwei brauche ich schon mal. Ja, ich werde kaum habe ich hier angefangen, ne? Total hoch motiviert und so werde ich schon wieder ruhiger, ne? Aber es
Ach, hier unten ist Kupfer schon auf schnell. Warum sagt mir das denn keiner? Das heißt, ich brauche nur die unterirdischen. Zwei Stück. Eins, zwei. Wo sind sie hin? Da. So, so. So, so. Und wenn ich jetzt dran gedacht hätte, dass ich drei brauche, dann wäre ich sogar jetzt schon fertig. Also noch ein. So und so. Du produzierst langsamer als gut ist. Habe ich denn noch produktiv, produktiv, produktiv? Na, okay. Habt ihr auch was drin? Ja, Geschwindigkeit. Habe ich gerade nicht. Produktiv muss reichen. So, das Kupfer staut sich immer noch. Mist. Wie sieht's hier unten aus? Oh, die andere Fabrik kriegt auch schon was ab. Mehr grüne Chips, die sich hier stauen. Hier nicht. Weil die hier zu langsam ankommen, wie es aussieht. Moment. Ja. Jetzt ist mal wieder Beschwerde. Hier, da läuft was nicht. So, intelligentes Ärmchen. Ach, Mist. Es geht hier gar nicht. Hier kann nur ein Ärmchen arbeiten. Ach, Mensch. Du musst da bleiben. Du könntest noch einen nach links. Das hilft uns nicht weiter. Okay, wir belassen es jetzt dabei, weil ich wollte jetzt ein Auto bauen. Ich wollte jetzt das Auto bauen, ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Und wo ist es? Auto, da. Stahlträger und Maschinenanlage. Also Stahlträger wird nicht schwer. Da stelle ich mir erwähnt. So, eins. Und die Maschinenteile. Seid ihr das? Maschinenanlage? Jo. Brauche ich wirklich die? Maschinenanlage, ja. Hiervon habe ich welche, ne? Aber das Zwischenprodukt, ne? Das natürlich nicht. Eine Holzkiste. Und mal kurz einen Arm hier mit hingestellt. Aber begrenzt halt mal auf einen. So, brauche ich auch nicht so viel von. Beeil dich mal. Ja, Produktivität. Nein, keine Produktivitätsmodule. Fehlt hier irgendwas bei Batterien? 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 Ja, hier. Batterien fehlt ein Kupfer. Welch Wunder. Ach Mensch. Hier ist Kupfer. Kommt mal mit. Räumen wir das Ding hier einmal leer, ne? Ist ja nicht schlimm. Okay, Leerräumen wird relativ schwer, weil es wird immer nachgefüllt. So, wofür seid ihr eigentlich? Ach, ihr seid wieder... Oh, ah. Wenn etwas länger her ist, ne? Und du produzierst nichts, weil du nicht mehr nötig bist, warst? Okay, viel Kupfer ist es jetzt nicht. 120 Batterien. Brauchen wir aber, denn... wo gehen die Batterien eigentlich? Ach, hier in den Kreislauf, ne? Genau. Keine hellblauen Fläschchen aufgrund von fehlenden Batterien. Brauchen wir Kupfer. Und jetzt das Auto. So, jetzt aber. Ich will euch mal das Auto zeigen. Verdammt. Nur 8 Stück. Mehr wollte ich doch gar nicht. Baue ein Auto.
Wie wäre es mit Treibstoff für das Auto? Wäre zumindest mal eine Idee. Auto, 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 Auto. Treibstoff. Nehmen wir euch mal mit. Und dann gehen wir uns mal die Nachbarschaft angucken. Aber nicht in einem Wald, sondern hier. So, machen wir mal auf. Mauer wieder rein. Habe ich eigentlich genug, um wenigstens ein bisschen von der Munition jetzt zu? Nein, ich habe gar kein Kupfer mehr. Auto setzen. Wir bräuchten ein. Boah, den großen Kofferraum. Ein bisschen Sprit. Danke. Wie steigt man denn nochmal ein? Okay, wir haben erstmal ein Auto und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.